Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Don't Starve mit mir, Elo Dingens, auf der Suche nach Gold. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wo wir es finden könnten. Im Notfall werfen uns jetzt hier einfach mal durch so einen Schlund. Bienen auch, glaube ich. Ich muss mal ranwagen irgendwie. Nee, das ist ganz... It makes me feel alive. Ich weiß ja nicht. So, zum Glück wird die Kacke nicht schlecht. Blumen, Holz. 12. Damit kommen wir auf alle Fälle nochmal durch eine Nacht. Die Moorrübe sollten wir mal mitnehmen. Ein bisschen leichtes Nahrungsmittelproblem. Finde ich zumindest gerade. Busch und dann haben wir auch einen See. Ein See ist gut. Irgendwelche fiesen Frösche, ordentlich nicht. Ja, nur aufpassen, wenn so ein Frosch rauskommt. Ah, die sind nicht aggro, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht genau, aber noch fällt er sich recht friedlich. Der Frosch. Okay, sie sind nicht friedlich. Ganz schön Agro-Radius, oder? Okay, und fischen wir hier nochmal. Hilft uns, wie gesagt, nicht bei unserem Goldproblem gerade, aber Nahrungsproblem haben wir ja auch. Goldding würde uns natürlich die Nahrungsmitteldinger längerfristig lösen, aber okay, wir gucken jetzt erstmal weiter nach Gold. Dann gehen wir mal die Achse, den Speer wieder rausnehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine sehr bösartige Welt ist, in der wir hier gelandet sind. Ich weiß nicht, ob jemand die Ansicht teilt, aber es kommt mir hier alles nicht sehr nett vor. Hier als armer kleiner Wolfgang mit meinem Blumen... Haarteil wird hier nur angegriffen. Bin doch eigentlich nur ein kleiner Landschaftsgärtner in einem rot-weißen gestreiften ja, Oberteil. Wifebeater. Kein Gold, weit und breit kein Gold. War in dem Friedhof vielleicht Gold? Ich weiß es nicht mehr. Ich brauche einen Sidekick, der mein Gedächtnis ist. Oh, sowas ist natürlich bestimmt auch fies. Da kann bestimmt auch ein Tentakel rauskommen. Oh, so ein einzelner Stein, da müssen wir jetzt nicht liegen lassen. Sag ich mal. Gold. Tada! So, wo ist meine Spitzhacke? Axt, Spitzhacke. Okay, aber wenn hier so ein... Wir sind dann auf alle Fälle diese Augenviecher, glaube ich. Weil das sind deren... Eier. Und Schweine leben hier offensichtlich. Cool, hat sich richtig gelohnt hier heute durchzugehen, finde ich. Okay, und dann, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir das andere Gold auch gleich nochmal mit. Ach, ich habe keine.
keine Stöcker mehr. Nein. Puh. Oh. Ah, siehst du? Und da ist so ein Augenvieh. Und es greift mich an. Hilfe! Es pickt nach mir. Aber ich glaube, zu Hause habe ich noch Stöcker. Hoffe ich zumindest. Müssen wir erstmal Stöcker farmen gehen. Da ist ein Stock. Ich kann noch Curry anymore. Mist. Na, liegen lassen ist ja auch doof. Ach, egal. Dann lassen wir einfach das Monster mit hier liegen. Die Schweine stecken immer alles im Mund, ob man denen das hinlegen kann und dann machen die damit irgendwas Ekliges? Ja, wer weiß. Wahrscheinlich kommt da dann irgendwas raus, was mich umbringt. Dann lassen wir es lieber. So, kommen wir jetzt noch rechtzeitig zurück. Sieht nicht so aus. Chester. Cool. Aber ich glaube, ich komme trotzdem nicht zurück. Dann können wir eigentlich auch hier bleiben, hier schnell ein Feuer machen und morgen uns die den Dings bauen. Boah, guckt euch das mal an hier oben. Hier ist schon ein Beet. Und zwei, drei Beete. Hier hat irgendjemand eine Farm gebaut. Okay, ich mache erstmal Feuer. Vielleicht lohnt es sich ja auch. Ne. Hier, vielleicht lohnt es sich tatsächlich auch hier neu anzufangen. Wenn hier schon. Ich meine, gut, das sind nur Basic Farms, aber. Halt könnte ein guter Ausgangspunkt sein. Okay, ich muss mehr Feuer reinwerfen. Wo ist denn mein Lodge, Lodge, Lodge da? Hm. Dreimal Basic Farm. Ich meine, bis auf die eine Dingsmaschine kann ich alles abreißen. Bei mir. Komm, machen wir's. Machen wir einen neuen Ausgangs. Neuer Base mit dem. So. Und wir wollten Fisch kochen. Das sind die Twigs. Nehmen wir mal die Saplings noch mit. Mein Belly ist endlich, Alter, der hat richtig, richtig Hunger die ganze Zeit. Nee, nicht hin, Chester. Chester, du sollst das nicht essen. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, mein Junge. So, was können wir alles hier lassen? Die Twigs lassen wir mal hier. Das Lodge lassen wir mal hier. Die Samen nehmen wir mit. Die Pupu-Kacker lassen wir mal hier. Das Seil lassen wir hier. Ich muss nämlich jetzt so viel wie möglich tragen können. Wahrscheinlich kommt hier gleich der nächste Abenteurer vorbei und denkt sich, wow, guck mal, was hier alles rumliegt. Gold und so hätten wir mal auch noch hier lassen können. Das ist jetzt egal. Na, ich gleich wiederkomme, ist alles weg.
Hier ist auch noch ein Maul, aber das ist nicht unser. Gucken, ob wir da überhaupt alles mit einmal wegkriegen. Und morgen mussten wir uns mal nehmen. Das war das Maul da unten, das wir benutzt haben, glaube ich. Ja. Ist das Einzige, was gerade noch zu sehen ist, also wird das schon das sein. Ja, die können wir morgen wegfahren. Ich werde auch langsam mal Steine zusammenkloppen. Oder zumindest zusammenfarmen, um da mal und dann die angesprochene Mauer zu bauen. Meine Samen, meine. Hm? So, mal gucken. Wird jetzt natürlich meine Sepp alles neu farmen. Oh, ich bin schon ein bisschen verrückt. Ich hänge mir gerade auf, glaube ich. Können wir uns dann noch Spaten bauen? Wäre viel wichtiger als die. Natürlich das Gold, das. Das hier, der hier, wobei die können in Chester. Der kann in Chester. Weiß nicht, ich traue mich immer nicht, Chester in Chester zu legen. Ah nein, da wären Fix raus dann. Okay, schade. Ich habe meine Schaufel. So, die Steine sind in Chester. Nein, ich habe keine Steine mehr. Noch einen. Und keine Flintstones mehr. Und da ich hab die gerade liegen lassen. Ach, jetzt haben wir keine Axt, keine Pike mehr. Ohne Pickel keinen Stein und die anderen Steine liegen oben. Ja, das war jetzt doof. Nehmen wir hier nochmal Kuckuckack, damit wir schon mal hier sind. Ich hab grad irgendwo noch Flintstones waren, aber ich denke mal eher nicht. Vielleicht bei den Marmordingern. Oh, kein. Ja, sicher. Tag 8, ja. Noch 4. Gucken, was hier noch so rumatterte. Böse Blumen, Geister. Maxwell Statue. So, welches war jetzt das richtige? Der. Gehen wir mal zu unserer neuen. Zu unserem neuen Zuhause. Der ist blind. So, jetzt muss ich schon mal eine Axt machen. So, war das jetzt hier der Fische? Ja. Wir müssen nur noch beeilen, dass wir nach Hause kommen. Müssen wir uns mal aufrüsten erstmal wieder. Boinki, 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 boinki. Cool, wie Chester einem da hinterherläuft. Klingt lustig. Ja, wir müssen eh hier rüber. Wie passt das? Einen neuen Blumenkranz müssten wir uns morgen mal pflücken. Aber hier könnten es genug. Hier könnte es genug. Hier Puppies. Mhm. Er hört also Hundewelpen.
jetzt schon früher kommen. Will's auch gar nicht wissen. Warum kommen die jetzt schon? Kommen die ab einem gewissen Verrücktheitsgrad oder was? Chessa, jetzt immer ruhig mal helfen können. Hier eine Science Machine. Und neben die Science Machine eine. So, die haben wir. Mutti, Augen. Mehr Feuer, morgen müssen wir Holz machen. Und er hat Hunger, okay, dann. Monster Meat wird nicht gegessen. Müssen wir gleich mal wieder weg. Also, dann kommt neben die Science Machine eine Alchemie-Maschine. Weil dann sind wir ab sofort in der Lage, das machen wir auch schnell noch. Vermute ich mal. Farm. Noch eine bauen, ja, dann bauen wir die mal auch noch. Und dann bauen wir noch eine. Okay, die ersten Schweine haben wir umgehauen. Das ist ja schon mal was. Okay. Ich würde sagen, holen wir uns hier. Ne, da gehen wir heute mal nicht durch. Ich wollte angeln. Okay, also die Schweine, wenn man einen Speer hat, kann man relativ gut umbäschern. Ja, ich wollte heute angeln und mir Blumen pflücken. Ah, hier Puppies, okay, also. Wenn er Hundewelpen hört, dann sind da diese schwarzen Wildschweine mit gemeint, potenziell. Ach, okay. Ich mich von der Schildkröte lenken lassen. Drei Blumen, noch neun. Dass die Frösche uns wieder angreifen. 8, 9, 10, 11 und das. So, eine Schaufel haben wir auch nicht mehr. Das ist richtig sehr. Ja, jetzt ja ein bisschen. Vor allen Dingen, dass die Büsche weg sind, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja gut, die sind ja nicht weg, aber ein bisschen unerreichbar sozusagen. Aber das Gras, da können wir auf alle Fälle jetzt nochmal eine Tonne mitnehmen. Jetzt wo wir unsere Steine wieder haben. Einfach mal ohne Steine rumgelaufen, das war ein bisschen blöd.
Wolfgang, das solltest du in Zukunft nicht mehr machen. Okay, da haben wir eigentlich genug. Eine ganze Armada. Vor allen Dingen so doll haben die Schweine jetzt auch. Ach so, er hat da natürlich auch mehr Lebenspunkte. Ja. Da tun die Schweine natürlich ein bisschen weniger weh. Ah, und Holz könnte ich mal gleich noch mal ein bisschen mitnehmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich kaum noch Holz habe. Aber so eine Mauer hilft trotzdem und vielleicht irgendwann mal so ein Anzug oder so. Irgendwas, was Schweineschaden verringert. Das ist ja nicht schön, ne? Wenn dann da die blöden Schweine anhauen. Nehmen wir den auch noch mit. Da sind Kaninchen. Kaninchen. Das wird sich der Wolfgang die ganze Zeit denken. Achso, wir haben ja noch eine Axt. Dann verbraten wir die doch mal am besten auch noch. Nein, jetzt haben wir immer Samen gemisst. Das ist egal. So, Spaten. Greenberrybusch. Ich erkenne nicht so richtig, woran das... Wann man den ausgraben kann und wann nicht. Aber zumindest ist mein Wahnsinn besser geworden. Viel, viel besser. Ach. Dann ziehen wir uns mal gleich die Fische rein. Meine, rennt man zu den Vögeln hin und klaut denen sozusagen das Essen. So, da nein. Erstmal läuft das hier. It's still going, okay. Erstmal halbwegs satt. Das können wir dann gerade nicht gebrauchen. Ja, mal Spaten. Irgendwie den Speer in die Hand natürlich. Und pflanzen erstmal die Bastaffs hier hin. Ja, das ist schon hier, das ist auch nicht so nah am Feuer pflanzen. Okay. Chester, du hast noch das hier und das hier. Den Berrybusch, den pflanzen wir nochmal hier. Und dann noch Trick pflanzen. Pflanzen wir mal hier. Und da. Und da. Und
Ja, Tag 10. Okay. Ersten Schweineattacke überlebt, das ist schon mal gut. Ich würde sagen, mal Schluss für jetzt und hören uns einfach in der nächsten Folge. Tschüss!